Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge oder in den letzten Folgen haben wir hier diese schöne Schiene vorbereitet, die von diesem Ölfeld, von der Ölquelle hier vor zur Ölraffinerie fährt, dann zum Bahnhof und von dort aus soll es weiterfliegen. Und zwar, wo war denn die Ölraffinerie? Hier ist, nehmen wir mal, das ist eine Ölraffinerie, ne? Ja, geht's ins Öl. Und so, jetzt muss ich kurz einmal gucken. Genau, dann wollte ich es hier hinschicken. Per Flugzeug. Bedeutet, hier brauche ich einen kleinen Transporthanger rein, theoretisch, damit er das direkt hier abliefert. Und von dort aus kann es dann per Fahrzeug direkt in die City gehen. Und zwar über diese kleine Anbindung hier. Bedeutet, rein theoretisch müsste hier ein kleiner Flughafen drin. Kleiner Transport. Güter. Gut. Ist ja wieder schweineteuer, das ganze Unterfangen. Aber hey, dafür sind wir da. Einen Hangar braucht das Ding keinen. Die 5 Millionen reichen, die hier sind. So. Dadurch ist es direkt angebunden und kann hier natürlich transportiert werden. Perfekt. So, wir sind immer noch hier. Ich glaube, der letzte Part war herauszufinden, wo wir am besten die Anbindung machen für die Zuganbindung. Und die würde ich am besten einfach hier irgendwo dran setzen. So. Oh, neues Flugzeug, eine Köpf. Und Wien Typ E. Und Wien Typ E ist spitz. Und C3. Ah, neue S-Bahn-Station, S-Bahn-Fahrzeuge, S-Bahnen. Was ist S-Bahn-Fahrzeuge? Was habe ich denn für einen Schaden? Das ist doch fein. Und da kommt unser nächstes Flugzeug. 33, wie viel warten hier? 27. Für einige ist es auch zu langes Warten, aber es ist ein Flugzeug. Was erwartet ihr, dass es immer da ist? Und es kostet das auch Geld? Das ist nicht immer so billig hier, ne? 2,2 Millionen für den Flug hier. Und ich glaube, wir können sogar alle einladen. Oh, das sind 19er. 19 Sitzer. Hups. Ich habe nichts gesagt. So, ich würde nicht den einen Zug von hier nach hier fahren lassen und den anderen von da nach da. Weil das sollte hoffentlich reichen. Bedeutet, der hier kriegt aber auch konfiguriert eine zweite Plattform. Natürlich wieder mit Hightech-Schienen, weil warum nicht? So, und dann natürlich noch eine Plattform dazwischen, weil muss ja sein. Das muss ja in diesem Fall sein. So. Und ich würde auch sagen, dass diese Seite hier angeschlossen wird. Kann natürlich in Zukunft sich dann alles ändern noch, aber fürs Erste. Bitte ich hier immer rauszufahren und dann hier rein. Perfekt. Deswegen gibt es am Anfang auch hier mal keine Entscheidung, wie sie fahren sollen. Der soll von hier nach hier und dann von dort fährt der andere nach da weiter. Perfekt. So, und als Anfangs... Ich mache jetzt trotzdem schon mal eine beidseitige Anbindung, weil ich es einfach auch kann. So, perfekt. Dann können sie sich selber entscheiden, wie sie fahren wollen am Ende. Jetzt müssen aber noch die zwei Linien gebaut werden. Ah, das ist hier. Irgendwann sind hier nur noch Farben überall. Ich sehe schon. Die eine führt von hier nach hier. Und ist Rohöl. Ölverarbeitung. Perfekt. Und das andere ist Rohölverarbeitung, haben wir hier mit Braun. Und dann geht es natürlich von hier aus, von Osterbrucken, hier runter zum Flughafen Fürstenau. Öl, Flugtransport. So. Oh, schaut euch diese Maschinen an. Und von hier muss ein Flugzeug
Alter, nach hier fliegen, um das Ganze zu transportieren. Und von hier aus wird es dann später in die Stadt gebracht. Aber das ist ja jetzt erstmal Zukunftsmusik. Aber wir sollten auf jeden Fall vielleicht von... wo ist denn jetzt hier der... Das hier, Flughafen Fürstenau. Fliegt dieser nach hier. Und das ist der Ölflugtransport. Transport, so. Ölflugtransport. Oh, scheiße, jetzt habe ich es gleich wieder. Ne, ist aber so lange weiß, was das ist, ist alles gut. Jetzt brauchen wir natürlich zwei Züge. Und dafür haben wir doch hier so schöne Maschinchen. Und ich habe da gerade so was Neues gesehen. Ich liebe natürlich diese Maschine, aber die haben mittlerweile wesentlich bessere Maschinen. Am liebsten würde ich ja mit denen machen. Ruhig, langsam, gediegen. Aber ich hätte gern die Reihe 1042 in... Oh, was nehmen wir denn? Nehmen wir ein schönes Gelb. Nee, das schaut zu happy aus. So eine dunkle Farbe hier. So, oh, die schaut böse aus. Die schaut böse aus. Cargo. Wir brauchen natürlich das hier. Und zwar zweimal lieber. Nein, das schaut jetzt kacke aus. Okay, das schaut kacke aus. Gibt es das nicht in so einem schönen Schwarz vielleicht? Ja, nehmen wir den so orange. So. Das ist ein 135er Meter Zug. Den hätte ich gerne einmal dupliziert. Nicht genug, was? Ah, der kostet 21 Millionen. Ja, toll. Gib mir Geld. Jetzt hat keinen. Und du fährst auf Rohölverarbeitung. Und du fährst auf Rohölflugtransport. Und dadurch fährt jetzt der erste los. Hallöchen! Na, geht's auf Reisen? Es ist nicht zu lange, aber er trägt trotzdem 120 Öl. Und jetzt habe ich einen wesentlichen Fehler in meinem System erkannt. Wenn natürlich... Ja, okay, das passt schon. Der eine wartet halt ein bisschen. Der rattert eh schnell nach oben. Von daher, sie sollten sich auch in Zukunft nicht unbedingt stören. Es sollte alles gut laufen. Jetzt schauen wir mal kurz, wie unsere Statistik ist. Bottrop Brot ist im Minus. Kann man mich bitte dahin bringen? Bottrop Brot, warum bist du im Minus? Mir scheint die Verarbeitung zu langsam zu sein. Obwohl der tonnenweise auf Lager hat, sagt er, der Versand wäre nicht schnell genug. Du lieferst ja auch nichts dahin, Junge. Produzier, für was tue ich die LKWs einstellen? Dann kann ich ja die ganze Sache um die Hälfte reduzieren. Oh, jetzt gibt es die Brauerei für 100. Der hat nur zwei dabei. Junge, Baugscheid, für was habe ich die Routine hier eingestellt, dass du so viele Fahrzeuge hast? Muss ich dafür die Scheißstation vergrößern oder sowas? Kann das sein? Dass ich sagen muss, okay, ich vergrößere die Station. Also kannst du mir jetzt nicht erklären, dass sie das nicht so ganz schnell nach da drüben kriegen. Weil die Masse, die sie hier auf Lager halten, Lieferanten, 100% Transport. Oder sind die überlastet? Sind die voll? Nee, die sind auch nicht voll. Was habt ihr denn? So, jetzt schauen wir mal zurück zu einem neuen Großprojekt. Der andere fährt auch wieder zurück, kann das sein? Also sind wir schon hier länger im Betrieb. Hier wartet auch genug Öl, das ist natürlich perfekt. Der Zug ist noch recht klein, aber den kann man ja in Zukunft natürlich erweitern. Jetzt müssen wir natürlich erstmal das Ganze ins Rollen bringen auch. Machen wir jetzt erstmal sehen, wie viel der hier bringt. Der fährt schön von hier vorne. So ruhige, schöne Natur. Einfach so wunderschön. Nur ein leeres Gleis. Nichts, was der Umwelt wehtun könnte. Huch. Ein Öltransport. Alter, dieser Öltransport. Juhu. Wo ist die Umweltverschmutzung? Hui.
erstmal durch die Middle of Nowhere Öl transportieren. Wie viel braucht er? Ich doppelt so viel Öl, wie er liefert. So. 2 Millionen. Fahrzeug verwalten. Ich würde das ja ehrlich sogar noch ein bisschen ändern. Und dem noch ein paar von denen. Er hat die Leistung, er hat die Kraft und er kann mehr produzieren. Was wollen wir mehr? Wir müssen ein bisschen den hier ausgleichen halt. Das ist das Problem. Weil der wird uns so oder so immer Minus machen. Dann kümmern wir uns einfach mal. Wir haben hier nur... Ah, ja, genau. Der Anflug dauert jetzt auch eine Ewigkeit. Juhu. Wo ist unser Hangar hier? Fahrzeug kaufen. Cargo. Kapazität 10 nur. Eigentlich bräuchte man natürlich sowas, ne? Aber dafür bräuchte man einen großen Flughafen am Ende. Ich kaufe 2 von denen, kann ich nicht kaufen, weil ich habe gerade zu wenig Geld. Gib mir Geld! Geld! Kaufen. Und beide sind für Flugöltransport. Geht auf die Startbahn, Jungs! Los geht's, Jungs. Heureka für den... Oh. Das könnte eng werden, Jungs. Das könnte eng werden. Gib Gas. Gib Gas. Ah. Herkules. Ne Herkules. Ja, sicher. Ne Lockheed Herkules. Hä? Was ist dann denn der besser? Ich finde die geil, aber warum soll die besser sein? 20 Kapazität. Wie viel hat die Kapazität? Ah, ich bin gerade nur bei... Das ist doch keine Cargo-Variante. Passagiere. Ich habe hier die Komet. Theoretisch. Oh, auch schon geil, ne? So, rein theoretisch müssten sie jetzt, genau jetzt hat, wird der Transport vorbereitet. Jetzt hat der Zug 60 geladen, also die Hälfte der Kapazitäten nutzt er jetzt. Unser Zug hier kann noch nicht mal genug liefern, was? Du musst ausbauen, Junge. Sonst müsste ich ja noch Transporte nach da bringen. Das wäre eine Katastrophe. Ach, warte mal. Der Plan war eh, das da hinten auch noch anzuschließen. Huch. Schienensysteme. Rohölverarbeitung. Nein, das auch nicht. Warum kann ich nicht einfach die Station ändern? Also die Position. So, jetzt hat. Dann sollten wir auch genug liefern können. Das wird jetzt ein kurzer Ausfall sozusagen sein von Massenproduktion, aber... Ja, mein Gott, passiert. Oder jetzt sollte der Flughafen Öl bereithalten. Ja, das ist eine unserer Passagiermaschinen. Das ist auch eine Passagiermaschine. Da schaut mir nach einer Transport. Ist auch eine... Wo sind meine...
Nicht kaputt machen gegeneinander, ihr seid teuer. Ach stimmt, das ist unsere neue Maschine, die hier fliegt. Alter, jetzt geht's aber mit den Maschinen ab. Leck um hier. Das ist schon Katastrophe. Aber langsam scheint es auch wieder zu gehen, ne? Ich müsste vielleicht mal in der Stadt auch anfangen, die Leute zu bedienen, aber für die erste Zeit sollte es reichen. Also du hast doch nichts, aber jetzt sollte dann eigentlich das starten können, oder? Wie viel ist denn hier Vorrat? Öl, 100. 100. Ja, da ist ein bisschen was auf Lager. Da ist die Frage halt wieder nicht, ob man sagt, man baut das zum Beispiel jetzt hier aus. Zu einem allgemeinen großen Flughafen, mit dem man nach Bottrop auch fliegen kann. Das will man ja auch nicht unbedingt, ne? So, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wir haben hier ja unten unsere... Wo sind denn die? Ich brauche nur die mit... Züge. Da hier. Ölraffinerie macht ein Minus aktuell noch. Der Ölflugtransport macht dafür Plus. Bis. Und der Ölflugtransport macht auch noch aktuell Minus. Der schaut aber so nach meinen Transportflugzeugen aus. Die sich irgendwie auf Stahl ausgelegt haben. Ihr seid keine Stahlflugzeuge. Ihr seid Ölflugzeuge, jawohl. Der Öltransport kann losgehen. Holy shit, wie viel Watt jetzt hier auf einmal? Was? Das ist der teuerste Öltransport ever, aber hey, hey. Bin ich gespannt, wie viel sie bringen. Aber Leute, ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.